Hallo Kapitänin World of Warships, hallo Landratten und hallo ihr Seebären. Bei mir im Hafen liegt die Chinob, manche sagen Sinob, sie heißt aber glaube ich Chinob, der T7 oder das T7 Schlachtschiff der sowjetischen Marine hier im Spiel. Und ich hatte ja schon die Pjotr Wilki, nee, Wiliki so rum. Vorgestellt, den 5er, den 6er habe ich selber nicht. Jetzt kommt also der 7er. Da habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer mitgetan, weil der 5er dann doch etwas besser gepanzert ist und ein bisschen mehr reinhaut. Aber wir können uns mal den Vergleich angucken. Hier haben wir noch 4 Zwillingstürme und bei der Sinop, da geht es dann schon, wir haben nur noch 3 Türme, aber dafür Drillinge, 2 vorne. Das heißt, wir haben in der Regel 6 Mumpeln. Und das geht dann auch so weiter. Das heißt, es ist auch eher ein Schiff, was man ja weniger mit Breitseite fährt, oftmals vor und zurück. Wobei, ja, ich finde es, man kann es auch in Bewegung halten. Also ich bin ja auch bei der John Barr zum Beispiel eher ein Freund, es in Bewegung zu halten. 28,4 Knoten immerhin, für ein Schlachtschiff nicht so schlecht ausgebaut, bis 17,4 Kilometer. Da wird der erste schon zusammenzucken, können wir auch nicht erweitern. Wir haben auch kein Aufklärungsflugzeug, also Reichweitenflugzeug. Wir müssen mit diesen 17,4 Kilometern leben. Es ist auf T7, aber okay, sage ich mal. Für T8 wäre es grenzwertig, aber T7, wobei, ja, ne, wenn wir das mit einer Nelson oder so vergleichen, dann geht das schon. Der Rumpf, ja, ist ganz gut, die Trefferpunkte sind ganz gut brauchbar und dann, wie bei allen Russen, die Ladezeit 33 Sekunden. Dauer für die 180-Grad-Kehre 45 Sekunden. Also hier ist es wirklich notwendig. Der Elite-Schütze ist hier wirklich ein Muss, sage ich mal. Das sollte man machen. Das, den Experten der Überlebensfähigkeit, den braucht man eigentlich nicht. Den werde ich auch später noch umskillen. Aber den hatte ich jetzt einfach mal so übernommen, den Captain. Insofern, ja, wir sind verborgen. 14,6 Kilometer. Ne? Also nicht ganz. Wir gehen recht schnell auf. Wir haben eine Ruderstellzeit von 10,3 Sekunden. Aber das kann ich euch auch erklären, warum wir die haben. Weil ich habe die Steuergetriebe-Modifikation 2 drin. Weil das Schiff muss ein bisschen sichtbar bleiben. Wir haben so keine wirklich gute Flugabwehr. Ich habe hier bei den Modulen dann noch Zielsystem-Modifikation drin. Schadensbegrenzungsmodifikation und Hauptbewaffnung. Wir haben drinne Jäger. Da können wir auch nichts anderes reinmachen. Da wäre es nett, sage ich mal, hätten wir dort ein Reichweiten- oder ein Aufklärungsflugzeug. Das wäre schon ganz schön gewesen. Wir haben die Reparaturmannschaft und wir haben das Schadensbegrenzungsteam. Und es sei wie immer dazu gesagt, bei den russischen Schlachtschiffen, das ist begrenzt. Wir haben 4 Ladungen. Wir können das Ganze natürlich mit dem Inspektor entsprechend, wenn wir den skillen, aber ich habe ja nur einen 10er-Captain, einen 11er-Captain gerade hier drauf. Das können wir natürlich noch verbessern. Da werden dann wahrscheinlich auch die Punkte von hier nach da wandern, damit wir dann halt wenigstens 5-mal haben. Weil 5-mal reparieren, ja, wenn man angezündet wird oder Torpedotreffer mit Wassereinbruch hat. Also, braucht man schon. Okay, das ist soweit ganz gut. Ich gehe jetzt mal nicht großartig auf Panzerung und ähnliche Sachen ein, wobei sie nicht schlecht gepanzert ist. Ich denke, es gibt Schiffsvorstellungen davon bei den Sea Clouds demnächst, da verweise ich dann einfach mal recht freundlich drauf. Bei mir geht es, wie gesagt, eher darum, wie sich das Schiffchen so anfühlt, wie es sich im Gefecht schlägt und so weiter. Und deshalb würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt auch gleich ins Gefecht. Ja, eine Runde, wo wir eher Low Tier sind. Das versehen Sie 30 beliebige Bänder. Wir haben, naja, Mittel, sagen wir mal. Wir haben hier 2 Sechser, ansonsten ein paar Siemer und sehr, sehr viel Achter. Und wir haben vor allem, das freut uns am allerwenigsten, 2 Träger auf jeder Seite.
Ich finde nach wie vor, das sollte nicht nur auf der Zehner-Ebene nicht mehr erlaubt sein, auch hier nicht. Klar, sie wollen, dass die Träger beliebt sind, dass sie viel ins Spiel kommen, aber Doppelträger, dafür, dann müssen sie die Luftabwehr aber wirklich ordentlich nach oben pimpen, mehr als sie es jetzt gemacht haben. Das ist einfach zu viel. Ich denke einfach, ein Träger auf jeder Seite pro Spiel muss genügen. So, ich fahre aber nicht hier ins Gebüsch, sondern ich werde eher ein bisschen, da haben wir eine zweite Sinorb und da werde ich mich eher Richtung Mitte und links orientieren. Und dann gucken wir mal. So, Anfahrt, ja, dauert ein bisschen. Wir kommen, wie gesagt, ordentlich in die Gänge. Die Reichweite ist so ein bisschen das Problem und die Turmdrehzeit. Das habe ich halt immer wieder gemerkt. Ich habe aber auch schon sehr gute Runden mit ihr gehabt, wo sie eine Zitadelle und einen Abschuss nach dem anderen hat. Da muss ich aber dazu sagen, das waren dann eher 6er, 7er Runden, keine 8er dabei. Aber mal gucken. Das Problem an der Sache ist, dass eine Fladivod Rostock oder eine Charles Martel mich, oder gestern hatte ich eine Kutusov, die können mich natürlich beschießen, weit bevor ich an die rankomme. Ich habe keinen Aufklärungsflieger, keinen Reichweitenflieger und so weiter und so fort. Also da ist es dann schon ein bisschen schwierig. So, die fangen ganz außen, ganz langsam. Weiß ich auch nicht wirklich, ob das so arg viel Sinn macht. Aber ja, ich komme eh an nichts ran. Da hinten haben wir eine Laso, das wäre natürlich ein tolles Ziel, sage ich mal. Auf der anderen Seite kann die genauso weit schießen wie ich und kann mich einfach viel mehr anbrennen, wenn ich sie nicht schnell genug rausbekomme, sodass dieses Ziel halt auch wieder seine Nachteile hat. So. Tja, nichts zu sehen. Also, zu sehen ist eine Menge. Rankommen tun wir an nichts. Insofern ist das hier recht schwierig. Die Charles Martel fährt wieder nach oben weg. Und so dümpel ich die ersten drei Minuten schon mal rum, ohne auch nur einen Schuss abgegeben zu haben. Und da sie alle weiter wegfahren, wird es schwierig. Da will man mal so ein Schiff zeigen und dann kommt man überhaupt nicht in die Gelegenheit dazu. Es ist kein einziges Schiff in Reichweite. Aber ich werde beschossen. Ich vermute mal von der Colorado, ja. Kann ich jetzt ein bisschen eindrehen. Dann geht das alles vorbei. Und die Colorado ist langsam auch in meine Reichweite. Dann zielen wir mal drauf und gucken mal, ob wir was treffen. Die Streuung ist nicht sehr hoch. Also da kann man ganz gut mitarbeiten, sage ich mal. Ah, das war wahrscheinlich die Vladivostok, die es da mal probiert hat. Nochmal auf die Colorado. 33 Sekunden Nachladezeit, da muss eigentlich jede Salve setzen. Ja. Und dann kriegt man sowas dabei raus. Hier haben wir eine Sinop, die wegfährt. Warum auch immer. So, Turmdrehzeit ist fast genauso schön schnell wie die Nachladezeit.
Starten wir mal ein paar Jäger, damit wir hier ein bisschen Lufthoheit gewinnen. King George. Und da müssen wir uns eigentlich auch hinstellen. Bereit dazu. Sehen, dass wir die Charles Martel da drüben erstmal ignorieren. Die Sinop fährt noch weiter runter. Es ist ein total defensives Spiel hier gerade. Ist irgendwo die Charles Martel, die wir jetzt aber gerade leider nicht sehen. Gut, dann bleibt die auch erstmal. Da haben wir King George, der auf mich zielt und auch schießt. Und natürlich, klar, es ist ein Engländer. Er muss mit HE. Nein, muss er natürlich nicht, aber sie glauben es alle. Aber der fährt so langsam, dass ich da voll vorbeischieße. Okay. Und es ist wirklich keiner hier. Die sind alle abgehauen. Und die Charles Martel fährt runter. Das ist wirklich schon er zündet mich allerdings auch nicht an. Dann gucken wir mal, ob wir ihn ein bisschen, wenn er denn stehen bleibt. Naja, wir haben ihn in Brand gesteckt? Ja, wir haben ihn in Brand gesteckt. Okay, alles klar. Dann sage ich jetzt mal nichts mehr dazu. Ich habe die ganze Zeit mit HE geschossen. Okay, alles klar. Super. Charles Martel dürfte da bald weg sein. Gucken, ob wir die jetzt rausnehmen können. Wäre wichtig für die Träger. Ja. King George. Da lang. Und wir können einmal heilen. Und können unsere Geschütze dann in ganz langsam nach vorne fahren. So, die Gneisenau hat nicht mehr viel, die Colorado hat nicht mehr viel, irgendwo dahinter ist noch eine Lasso. Wir spielen hier wirklich super defensiv, aber hilft nichts. Gut, wir wechseln das Ziel. Das Ziel sollte die Lasso sein. Die ist recht schnell unterwegs. Mal gucken, ob wir sie ein bisschen ärgern können. Na, nicht so viel, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber gut, ich kann jetzt hier nicht warten, bis der Rest irgendwann mal
in diesem Leben vor sich geht. Ich muss jetzt mal ein Stück nach vorne fahren. Colorado hat fast nichts mehr. Colorado ist weg. King George kommt auf mich zu. Das heißt, ich muss mich jetzt mal anstellen. Steiler anstellen. Ah, habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und eigentlich sollte die Lasso jetzt rausgehen, weil die mich anzündet. Und dann gucken wir mal, ob mir das gelingt. Fast. Fast. Nicht ganz, aber fast. So, jetzt muss ich mal löschen. Auch wenn es mir schwer fällt. Ja, unsere zweite Sinop hängt wirklich hinterm Berg. Hilft gar nichts. Versteckt sich da. Also der kriegt auch von mir gleich eine freundliche Meldung rein. Weil das ist wirklich albern. So, ich gehe mal davon aus, der geht weg, der geht hinter den Berg. Das heißt, wir können uns mal jetzt mit ihm beschäftigen, bevor wir hier ganz weg sind. Lasso ist raus. Und wir hauen mal eben 18.000 rein, aber wir sind auch weg. Aber ihr seht, na, man kann so fahren wie die andere Sinop, man kann es aber auch lassen, ganz ehrlich, weil da bist du für niemanden eine Hilfe. Es ist kein Versteckschiff. Du musst schon ein wenig voranschreiten, einfach schon wegen der Reichweite. Hätte ich jetzt hier noch weiter überlebt, hätte ich den King George rausgenommen. 93.000, ja, nicht schlecht. Leider ist aber unsere Truppe derartig passiv auf der linken Seite gefahren. Die Norka fährt da eigentlich nur hin und her, sodass wir diese Runde verlieren werden, weil rechts ist jetzt niemand mehr, der sie aufhalten kann. Aber wenn wir halt solche Inselschubser haben, dann geht es halt auch nicht anders. Trotzdem, es sollte eigentlich auch nur zeigen, was möglich ist und wo auch die Gefahr besteht, wenn man halt nur ein paar Mal reparieren kann und wenn halt die Reichweite in so einem Gefecht einem nicht so ganz gut bekommt. Wir werfen mal noch einen kleinen Blick in ein weiteres Gefecht und mal gucken, wie es da abgeht. Da sind wir im nächsten Gefecht. Ein 6er, 7er, 8er. Wir sind also mittendrin. Zwei Sinop auf meiner Seite, zwei Gneise nur auf der Gegenseite. Dafür dort auch eine Vladivostok. Ja, so schaut's aus, nachdem die letzte Runde ja... Naja, der Witz ist, dass wir sie zum Schluss dann dank unserer Flugzeugträger noch gewonnen haben. Tab, verdienen Sie mindestens zwei Bänder in Brand gesteckt. Das ist dann eher, ja, das bedeutet, ich muss auf HE umsteigen. Ist jetzt nicht wirklich sehr positiv für das Spiel und für die Gruppe, also für meine Flotte, für meinen Teil, aber man will es natürlich machen, damit insgesamt das Ganze gut läuft. Okay. Ich gehe davon aus, dass sich kaum einer nach A bewegen wird. Ich habe das so im dumpfen Gefühl, dass hier ganz viel rüberfährt nach C, D. Und nun ist die Frage, eile ich dem hinterher? Nö. Ich unterstütze also die Gnevni und die New Orleans hier bei A. Hoffe, dass die York mitkommt. Und ich habe mich getäuscht. Die andere Schiene, ob die Monarch, die Arizona, die fahren alle hier rüber. Sollte also Möglichkeiten geben. Da haben wir schon eine Gneisenau. Und wie gesagt, meine Aufgabe, zwei Brände zu legen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie die Brandwahrscheinlichkeit hier von der Shinob ist. Ob die überhaupt eine hat.
momentan ist sowieso nur die Minsk in Reichweite. Alles andere ist noch außer Reichweite. Ja, und selbst da habe ich viel zu weit weggehalten. Da kommen Schüsse von der Norka und es sieht nach HE aus. Bin ich begeistert. Kann aber auch von der Gneisenau gewesen sein. Ich muss auf jeden Fall mehr abdrehen, sagt mein Panel. So. Mal gucken, ob ich die beiden Brände hier realisieren kann. Momentan werde ich eher angezündet. Das finde ich alles andere als cool. Es geht von da hinten los. Ich weiß aber noch nicht, wer das ist. Wer dort so die ganze Zeit des Problems... komme ich weiter? Ja, ich muss einfach weiterfahren. Mut zur Lücke, sage ich immer. Da haben wir eine Nürnberg. Und dann schauen wir mal. So, ob wir die... Nee, auch nicht. Auch nicht. Kreuzer sind halt zu schnell. Meine Drehgeschwindigkeit von den Türmen ist so langsam. Ich werde hier eigentlich die ganze Zeit nur dauerhaft beschossen. Ich werde jetzt wirklich die Kurve kratzen ein bisschen. Noch kein Brand gelegt. Da ist die Gneisenau. Oh, jetzt. Die fährt rückwärts. Jetzt würde ich doch gerne. Gerne zumindest mal einen Brand initiieren. Ja. Das war Nummer 1. Sehr schön. Wenn wir jetzt noch anmachen, haben wir die Aufgabe zumindest gelöst und wir können getrost mal wieder nach AP umschalten. So, leider ist die Gneisenau nicht mehr zu sehen. Das ist ganz schlecht. Das wird sie wahrscheinlich sein. Okay. Gut. Da alles andere noch ein bisschen zurückliegt, werde ich mich jetzt auch mal... Oh Gott, die sind alle so weit weg und ich komme an nichts ran. Das ist keine Freude. Überhaupt keine Freude. Macht das... Da müssen wir mal gucken. Da kommt die Gneisenau durch, ob wir die ein bisschen anzünden können. Ja, ich weiß, du brauchst es mir nicht einblenden. Ich weiß, dass ich da diese Aufgabe noch habe. Aber... Jetzt muss ich erstmal eine Runde hier rumfahren. Ja, ausgeführt. Wunderbar. Wir können auf AP umschalten, damit wir hier auch mal ein bisschen mehr... Wobei, durchaus das Teil auch mit HE zu fahren ist und auch Schaden fabriziert. Keine Frage. Ich weiß nicht, was mit unserer Sinop dort ist, warum die ganze Zeit so breitseitig fährt, aber okay. Sie wird schon ihren Grund haben. Da hinten haben wir noch eine Mutsu. Ah,
klar, dass man mal eben 10.000, da haben wir die schön, da hinten wäre jetzt die andere Gneisenau. Aber wir können halt nicht auf alle gleichzeitig schießen. Die fällt jetzt auch erstmal dahinter. Das heißt, wir warten erstmal, bis wir hier ein bisschen besser rankommen. Naja, alles schön, da kommen schon Torps. Da ist. Da gehen wir da hinten ran. Das war jetzt nicht so der Burner. Die kommt jetzt nach hier vorne. Gefahren. So, eigentlich müsste unsere Sinop da jetzt mal aktiv mit einsteigen. Das Problem ist genau, da kommt die Mutsu, das heißt, die beiden hier vorne müssen als erster weg. Und das wird recht schwierig. Ah, das sieht schon nicht verkehrt aus. Die traut sich mit Sicherheit nicht vor. Und zur Mutsu muss ich einfach nur ein bisschen Entfernung reinbringen. So, doch, die kommt vor, die will torpen. Das gute Stück. Jetzt hoffe ich mal, dass die Sinop hinter mir mitschießt. Weiß ja nicht, die schießt irgendwie anders als ich. Klar. Es ist eigentlich kein. Da kommen die Torps. Ah, den werde ich fressen. Okay. Ist halt so. Und da war er weg. Warum kann die andere Sinop sowas nicht auch? Frage ich mich jetzt mal ganz einfach. Da ist die nächste Gneisenau. Gut, dann wäre die Mutsu mein Gegner. Gucken wir mal, wenn wir da reinhauen, was dann passiert. 14.000er Schaden für eben mal nichts. So, da kommt Torps. Da muss ich mal gucken. Einen nimmt die Arizona dankenswerterweise mit und den anderen werde ich leider fressen. Dann ist das so. Gut, kann ich jetzt leider nicht ändern, habe ich gefressen. Ärgerlicherweise sehe ich die Gneisenau dort nicht mehr. Wir sind halt nur noch zu viert, wir verlieren dieses Gefecht, aber ich sage mal, ich nehme hier ordentlich was mit, während unsere andere Sinop irgendwie gar nichts macht.
Ja, interessante Runde, die wir auch verlieren, aber ich sag mal trotzdem für mich eine ganz gute Runde. Und ich bin da jetzt nicht so böse über die Runde. Bei 88.000 hätten wir jetzt mit der Sinop hier eine größere Unterstützung gehabt. Wow, sie hat es geschafft, mal tatsächlich ein Schiff rauszunehmen. Dann hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr kriegen können. Ich gucke mal, ob ich die Muzu noch etwas beschädigen kann. Und dann ist es auch gleich schon gegessen, das Ding. Ah, hat nicht viel gefehlt. Da kommt eine Vladivostok. Das wäre ein interessanter Gegner, wenn ich jetzt nicht schon so viel verloren hätte. Aber. Und da kommen natürlich gleich nochmal Torps von der Fobuki. Auch klar. Kann ich aber momentan nicht ändern. So. Da muss ich hin. Hier darf die Secondary ein bisschen arbeiten. Nein, es hat nicht mal gereicht. Das ist ja ärgerlich. Einen musste ich dann doch fressen. Und da hat es mich zerrissen. Aber bei 100.000. Ich sag, ihr seht, was das Schiff kann. Es kann eine Menge. Es kann nur nicht sich alleine gegen 3, 4, 5 Gegner stellen. Und, aber man kann damit richtig viel Fun haben. So, das war's. Demnächst mehr davon. Bye bye.